Frau Wolf, wie geht es Ihnen? Frau Wolf, wann werden Sie arbeiten können? Frau Wolf, wie soll es weitergehen? Marlene Hobrack liest auf der Leipziger Buchmesse aus ihrem Debütroman Schrödingers Girl. Es geht um Mara Wolf, eine junge Dresdnerin, Schulabbrecherin, arbeitslos, die im Laufe der Geschichte als Hochstaplerin in die Literaturszene eintaucht. Eine Geschichte, die im Osten spielt, aber keine Ostgeschichte sein soll. Es ist eine junge Frau, die vielleicht auch sagen würde, wie viele ihrer Generation, dieses Ost-West-Ding, das spielt für mich gar keine Rolle. Also das ist ja oft so, dass die Menschen, die heute vielleicht Anfang 20 oder Ende 20 sind, sagen würden, Ost-West-Differenzen, das interessiert mich gar nicht. Und insofern geht es in dem Roman auch gar nicht so plakativ um die Frage, ist sie jetzt typisch ostdeutsch? Marlene Hobrack selbst stammt aus Bautzen. Sie war 3 Jahre alt, als die Mauer fiel. Ganz anders schaut er auf die Ost-West-Debatte. Dirk Oschmann, Literaturwissenschaftler an der Uni Leipzig. Sein Buch Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, hat heftige Debatten ausgelöst. Man kann ja sehen, dass der Westen nach 1990 gedacht hat, er kann einfach Westen bleiben, während der Osten sich ändern muss. Der Osten muss aufholen, er muss sich angleichen durch Prozesse der Nachahmung, während der Westen gedacht hat, er muss gar nichts machen, er kann einfach Westen bleiben. Gleichzeitig ist der Osten eben kulturell, finanziell, ökonomisch gehindert worden, sich in der Form angemessen anzugleichen, auch politisch natürlich. Oschmann ist in der DDR in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen. Er kritisiert, dass Ostdeutsche in Führungspositionen noch immer unterrepräsentiert sind. Auch, weil westdeutsche Eliten ein negatives Bild vom Osten hätten. Der Fall Döpfner unterstütze seine These, dass viele im Westen auf die im Osten herabblickten. Ist das eine Form der Bestätigung? Das ist völlig klar. Es ist aber auch keine Überraschung, dass der Springer-Chef sowas sagt und sowas denkt. Und natürlich kann man sehen, wenn man beispielsweise die Kommentarspalten in den Zeitungen aufklappt, dass viele im Westen genau das für richtig halten, was Döpfner gesagt hat. Oschmanns Buch hat einen Nerv getroffen, war kurzzeitig auf Platz 1 der Bestsellerliste. Vor allem von Menschen aus seiner Generation bekommt er viel Zuspruch, sagt er. Marlene Hobrack kann einige der Thesen nachvollziehen. Auch die Verlagswelt, in der sie sich bewegt, ist westdeutsch dominiert. Aber die jüngere Generation im Osten wolle einen differenzierteren Blick in beide Richtungen. Die sind ja auch geprägt worden von diesen Ost-West-Diskursen, also von wegen Jammer-Ossi oder Besser-Wessi. Die wollen sich eigentlich von diesen Klischees und Stereotypen eher distanzieren. Und insofern sind so Kommentare oder Bücher, die in diese Kerbe, in diese Kerbe schlagen, es ist alles nur so ein Schwarz-Weiß-Bild vom Osten. Davon wollen sie sich eben distanzieren, weil es ihrer gefühlten Realität nicht entspricht. So unterschiedlich die Perspektiven auch sind, wichtig sei, dass die Debatte weitergehe, dass man im Gespräch bleibe. Und das nicht nur, wenn Buchmesse ist.